In stürmischen Zeiten können wir von Entrepreneuren lernen. Unternehmerinnen und Unternehmer lehren uns, mit Unsicherheiten umzugehen. Das Thema lautet: Was ist Entrepreneurship? Im Wort Entrepreneurship steckt das Wort neu. Entrepreneure schaffen neue Dinge, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle. Damit schaffen sie einen Wert für einen bestimmten Markt, eine bestimmte Branche. Dafür gehen sie Risiken ein. Sie übernehmen Unsicherheit. Kann man Entrepreneurship lernen? Die Antwort lautet ja. Entrepreneurship, die unternehmerische Methode, ist lernbar. Dafür begeben wir uns auf eine kurze unternehmerische Reise. Erfahrene Entrepreneure stellen zuerst die Frage nach ihren Mitteln, ihren eigenen persönlichen Mitteln. Wer bin ich? Was ist meine Identität? Was sind meine Vorlieben? Was sind meine Präferenzen? Was mag ich? Was mag ich nicht? Dann stellen sie die Frage: Was kann ich? Oder auch: Was weiß ich? Also, was ist meine Kompetenz? Was sind Fähigkeiten? Was sind Fertigkeiten? Wo habe ich Erfahrungen? Im persönlichen, aber auch im beruflichen Bereich. Die dritte Frage lautet: Was sind meine Kontakte? Was ist mein Netzwerk? Wen kenne ich? Wer kennt mich? Ausgestattet mit diesem Mittelinventar stellen sich erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen verschiedene Ziele vor, die sie mit diesen Mitteln erreichen können. Treffen diese Ziele auf ein spannendes Problem, wofür sie neue Lösungen mit ihren gegebenen Mitteln schaffen können, habe ich ein hohes unternehmerisches Potenzial. Im nächsten Schritt stellt sich der Entrepreneur vor, wie er über einen gewissen Zeitraum Wert schaffen kann. Idealerweise mit einer solchen Kurve. Er schaut nun aber nicht auf das Maximum eines Gewinns oder eines Wachstums, sondern versucht, die Unsicherheit dadurch zu handhaben, indem er auf das Downside schaut, also einen maximalen Verlust, den er bereit ist zu tragen. Er definiert sein individuelles Verlustlimit. Und dann geht er in kleinen, erkundenden Schritten, testend in den Markt mit seiner Problemlösung und versucht, sie zu verbessern und zu verfeinern. Dazu muss er mit möglichst vielen Personen, Akteuren, Stakeholdern am Markt entlang der Wertschöpfungskette interagieren. Er versucht, Mitstreiter zu finden, die wiederum mit ihren Mitteln und ihren Zielen zur Problemlösung beitragen. Das ist das spannende Phänomen im Entrepreneurship, die sogenannte Co-Kreation. Fassen wir die unternehmerische Reise kurz zusammen. Der Entrepreneur bietet seine individuelle Problemlösung am Markt an. Er schafft damit einen Wert, die sogenannte Value Proposition. Gilt dieser Wert für möglichst viele Kunden am Markt, dann schafft er mit seinem Vorhaben eine Skalierung. Und er kann dann ein Alleinstellungsmerkmal definieren im Vergleich zu bereits existierenden Problemlösungen am Markt, also der Konkurrenz. Dieses Alleinstellungsmerkmal, der sogenannte USP, die Unique Selling Proposition, entsteht aus dem individuellen Mittelinventar, der Identität, der Kompetenz und dem Netzwerk. Was er in jedem Fall erreicht, ist eine persönliche Zufriedenheit, weil er eigene Dinge gestalten kann. Wenn er es möglichst häufig ausprobiert mit seinen Problemlösungen, mit seinen neuen Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen, dann kann er das Zukunftsglück auch zwingen und wird höchstwahrscheinlich erfolgreich sein. Ein Entrepreneur sagt also die Zukunft nicht voraus, sondern er interagiert mit anderen und gestaltet so eine unternehmerische Gesellschaft der Zukunft.